Gott, oh Gott, oh Gott. So, los geht's gleich. Wie gesagt, der VfB Stuttgart mit einem 1:0 im Hinspiel. Und da haben sie lange Kerle. Da müssen die Stuttgarter aufpassen. Riznanik mit der Flanke. Gerade habe ich es gesagt, da müssen sie aufpassen. Mein lieber Schwan, Dobrotka, Martin Dobrotka. In der 9. Minute mit dem 1:0 für Slovan Bratislava. Der Ersatzkapitän. Schauen wir nochmal hin. Hier mit der Nummer 6. Jetzt kommt die Kugel reingeflogen. Und niemand bei Martin Dobrotka. Der ist Innenverteidiger. Da muss es doch eine Zuordnung geben. Gentner duckt sich weg. Die Hereingabe von Bresnanik. Das geht ja genauso los wie gegen Molde. Also, jetzt alles pari, Hin- und Rückspiel. Wenn es so bleibt, gibt es die Verlängerung. Dem wird auch ganz schön die Düse gehen, Gebhardt. Der Ausgleich hätte es sein müssen, meine Herren. Christian Gentner, diese Riesenmöglichkeit. In der 13. Minute. So, jetzt nochmal die Zeitlupe. Wunderbar der Pass von Gebhardt hier und vollkommen frei. Christian Gentner direkt auf Torwart Matus Butnotsky. Die Kiste war sperrangelweit offen, Christian Gentner. Marika. Gebhardt, Marika, Winkel spitz, die Beine sind zugegangen von Matus Butnotsky. GDE, der kann einfach mal schießen, unglaublich, ja das wäre ein Ding gewesen. Karim GDE an die Latte. Den greift keiner an, da ist keiner um ihn herum, der kann einfach draufhalten. Und Ulreich steht einen Tick zu weit auch vor dem Kasten. Aber klasse Schuss von Karim GD, 25 Jahre alt. Grendel. Silvestri. GD. Das meinte ich vorher auch. Die schieben sich alle die Kugel zu, vollkommen frei und zum zweiten Mal ans Aluminium. 30 Minuten gespielt. Wo sind die Abwehrleute, die Defensivleute der Stuttgarter? Das ist doch kein Abwehrverhalten. Das ist Alibi-Angriff gegen die Stürmer. Molinaro, ganz selten zu sehen gewesen in der ersten Halbzeit. Seine starken Flügelläufe. Hier, Molinaro. Und dann, für mich war es ein Kopfball von Salata. Das wäre ein Eigentor gewesen. Arnik gegen Salata. Die Davi, Mann! Jetzt hätte er groß raufkommen können. Daniel Didavi mit dieser Riesenmöglichkeit.
Harnik, Salata viel zu passiv. Die Kugel kommt durch und da kommt mit seinem starken linken Fuß der 20-Jährige. Sicherheit, erste Bürgerpflicht bei den Gästen. Idavi, schlechter Pass, genau auf Grendel. Grendel, Silvestre. Silvestre, gibt's doch gar nicht. Jetzt gibt's keine Verlängerung mehr. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was für ein Fehler von Georg Niedermeier. Schauen wir uns gleich nochmals leider an in der Zeitlupe. Molinaro, dann erst der Riesenbock von Didavi. Grendel und hier, meine Herren, Georg Niedermeier. Direkt vor die Füße von Silvestre. Jetzt brauchen sie ein Tor. Jetzt brauchen sie zwei Tore. Ist das bitter für Christian Groß. Gerade die dicke Möglichkeit von Didavi, dann der dicke Fehler von Didavi und von Niedermeier. Zwei Böcke von Boularus gegen Mainz und jetzt Niedermeier. Zwei Auswärtstore, zwei Tore brauchen die Stuttgarter. Resnanik hat schon gelb. Die Fragen beim Schiedsrichterassistenten. Der Kapitän ist dabei, Dobrotka. Er nimmt sich Bresnanik zur Brust. Das gibt den Platzverweis für den linken Außenverteidiger. Der hat schon gelb. Hat er gerade noch gemerkt, der Herr Nikolajew. Hatte schon den Eindruck, er würde die zweite Karte nie zeigen. Hier Kopfstoß von Bresnanik. Dumme Reaktion von ihm. Und die neue Chance für den VfB Stuttgart, hier doch noch die Partie zu drehen. Hab's in der ersten Halbzeit schon mal gesagt, das sind Heißsporne. Da fallen immer viele gelbe Karten an, wenn Slovan Bratislava im Einsatz ist. Josef Jankech. Jetzt schnell die Anschlussgeschichte. Boularus und Gebhardt. Jawohl. Die Hoffnung ist wieder da. Für Bresnanik, Tor durch Gebhardt, 2:1. Nur noch für Slovan Bratislava, der VfB braucht nur noch eine Bude. Das ist das Verrückte im Fußball. Es kann sich alles total schnell drehen. Erst die Möglichkeit für Boularus und dann kommt hier Gebhardt mit seinem starken rechten Fuß. Die Hereingabe von Kuzmanovic.
Tolle Parade von Putnotski, aber dann machtlos gegen Timo Gebhardt. Ist ja nicht gerade als Torschütze berühmt geworden in der letzten Saison. Da gab es nur 2 Tore von Timo Gebhardt, also Seltenheitswert, aber verdammt wichtig. Harnik. Vor 2 Minuten hatte ich noch nicht die große Hoffnung, aber jetzt ist der Optimismus wieder vollkommen da. Molinaro, Kakao, Didavi, Martin Harnik, der 17-fache österreichische Nationalspieler. Oh Gott. Nicht mehr so ausrechenbar. Dresch. Kuzmanovic. Didavi. Es schaut so aus jetzt nach einer Stunde, als ob das 2:2 nur noch eine Frage der Zeit wäre. Erik Rendl. Kentner, Kakao versucht, das Spiel von hinten rauszuordnen. Didavi. Gut gemacht, Kuzmanovic. Und da kommt Gentner. Ja! Ja, wie ist denn der durchgegangen? Ja, sensationell. 64. Minute. Der VfB Stuttgart ist wieder weiter. 2:2. Christian Gentner. Also die Kugel, die schaue ich mir ja nochmals mit Genuss an. Ich kann mir vorstellen, dass die Gäste jetzt hier vollkommen betrübt sind, liegen am Boden. So, hier Didavi, dann Kuzmanovic, die Fäuste von Putnotski und da von hinten aus 25, 30 Metern. Da war doch keiner mehr dran. Da war denn da noch einer dran? Ich glaube nicht. Hier, wie an der Schnur gezogen. Salata steht dann noch neben dem Pfosten. Unglücklich. Gentner, nochmal so ein Schüsschen. Da ist Harnik. Der Ball soll noch ins Tor und nicht als Torwartrückgabe für Putnotski. Kein Abseits, kann er natürlich nichts machen. Das ist einfach nur Pech, kommt nicht anders ran. Vorher die dicke Möglichkeit von ihm mit dem Kopf und jetzt mit dem Fuß. Nikolajew schaut auf die Uhr. Silvestre. Stepanovic. Es geht immer noch weiter. Das Spiel ist aus. Aufbacke. Kein Spiel für schwache Nerven. Der VfB Stuttgart. Mann, oh Mann, oh Mann. Gegen Molde schon hier. Und jetzt wieder gegen Slovan Bratislava. Trotzdem herzlichen Glückwunsch. Das große Ziel ist geschafft, rein in die Gruppenphase der Euroleague. Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott.